Die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass du die Kanäle aufeinander abstimmst. Und es wird immer mehr so, wie man ist der Dirigent in einem Orchester der sozialen Medien. Wir möchten hier heute einige Fragen stellen zum Thema Social Media. Wie verwendet ihr das in eurem Unternehmen? Ihr habt auf der Homepage die Möglichkeit, dem Gast geboten, per WhatsApp direkt den Kontakt mit euch aufzunehmen. Wie kam es dazu? Wie wird das bisher angenommen? Also wir haben uns im Team darüber Gedanken gemacht, wie wir den Service für unsere Kunden verbessern können. Und dieses WhatsApp-Projekt ist im Prinzip nur ich sag mal, ein kleines Projekt in einem größeren Rahmen, ja, wo es darum geht, den Service mit Hilfe von digitalen Möglichkeiten für die Gäste zu verbessern. Und dann hatten die Mitarbeiter eben die Idee, das WhatsApp-Direktkontakt einzuführen. Haben wir ein kleines Projektteam gebildet und die haben das implementiert. Auf Instagram beispielsweise oder auf Facebook seid ihr auch sehr aktiv. Da hattet ihr bei Facebook zum Beispiel auch so eine Kampagne laufen. Ja, genau. Also die, ich denke, du musst heute da sein, also in den Kundenkanälen präsent sein, wo die Leute eben sich aufhalten und kommunizieren. Und wenn man jetzt nochmal zurückgeht zu WhatsApp, das ist halt der Kommunikationsweg für Alt und Jung und es ist sehr naheliegend und deswegen haben wir es ausprobiert. Das wird relativ regelmäßig genutzt. Aber hat jetzt natürlich nicht so eine, ich sag mal, Relevanz, wie vielleicht Facebook das hat oder Instagram. Aber da geht es ja letztendlich auch um ein bisschen was anderes. Ne? Bei WhatsApp sind es so sehr konkrete Fragen, die die Leute haben. Zum Beispiel, wenn wir einen Weihnachtsmarkt haben oder wenn irgendeine Veranstaltung ist, dann fragen die das da. Bei Facebook spielt sich das doch eher noch ein bisschen im informativen Bereich ab. Nicht ganz so interaktiv, muss man sagen. Oder die Gruppe auf Facebook kommuniziert untereinander, ja, aber nicht notwendigerweise mit uns, ja, muss man sagen. Oder wir spielen eine kleinere Rolle. Gut, und bei Instagram ist es ja noch mal anders. Wir trennen also auch ganz klar zwischen dem, was wir auf Instagram machen und auf Facebook machen. Instagram ist für uns eher ein imagebildender Kanal. Facebook ist eher ein informativer Kanal, wo es in den Dialog oder ins Gespräch geht und wo auch mehr Inhalte transportiert werden. Und ja, und ich denke, die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass du die Kanäle aufeinander abstimmst. Und es wird immer mehr so, wie man ist der Dirigent in einem Orchester der sozialen Medien, ja. Also es ist auch mehr so, dass ihr sicherlich auch als Tourismus-Marketing-Organisation auch Leistungsträger vor Ort mit einbindet? Ja, das auf jeden Fall, weil du brauchst ja immer Inhalte, ne? Und die Inhalte oder das Produkt sind eben die Leistungsträger vor Ort. Das heißt, die sind automatisch mit dabei. Und ein anderer Aspekt ist dann noch, dass wir der Nutzen dieser sozialen Medien, der ist natürlich nicht nur in Bezug auf die Kunden sinnvoll, sondern da geht es ja auch um Schulung von Kommunikationskompetenz der eigenen Mitarbeiter oder zum Beispiel bei den Leistungsträgern. Und da sehe ich halt die Destination auch schon so ein bisschen in der Vorreiterrolle oder in der Vorgeherrolle, sag ich mal. Ja. Und dann gibt es durchaus kleinere Betriebe, denen wir auch, wo wir sagen, kommt vorbei, schaut es euch an oder wir helfen euch, wenn ihr es selber machen wollt, ne? Mit den ersten Gehversuchen. Welcher Kanal ist vielleicht so oder hat jetzt momentan das größte Potenzial oder was nutzt ihr am stärksten? Wo merkt ihr, dass da vielleicht das Interesse gerade besonders hoch ist? Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Das kommt so ein bisschen auf die Zielsetzung drauf an. Ja? Also klar, Facebook ist ein ziemlich etablierter Kanal. Ja? Und Instagram ist sicherlich der jetzt in der letzten Zeit am meisten geboomt hat und gewachsen ist, so generell als Kanäle. Ja? Aber für uns sind sie beide nach wie vor wichtig. Und ich glaube, es ist eher so, dass du da musst du mit der Entwicklung gehen. Ja? Ich kann nicht mal sagen, was in 2 Jahren ist. Ne? Keiner von uns wahrscheinlich. Kann sein, dass wir das dann noch bespielen und das noch relevanter wird. Kann auch sein, dass es sich umgekehrt entwickelt. Ich glaube, es gilt generell für diese Bereiche. Es ist nicht ganz vorhersehbar.